Hallo zusammen. Wir wissen inzwischen, dass es einen Gegensatz von subjektiv und objektiv gibt und wie dieser Gegensatz von subjektiv und objektiv sich in den verschiedensten Feldern der Philosophie manifestiert. Wir haben gesehen, es gibt verschiedene Debatten innerhalb der Philosophie und in jeder dieser Debatten gibt es eine Position, die eher die subjektive Perspektive betont und eine Position, die eher die objektive Perspektive betont. Die Schwierigkeit besteht darin, diese beiderseits berechtigten, aber miteinander nicht vereinbaren Perspektiven irgendwie in Einklang zu bringen oder zwischen denen zu vermitteln. Heute wollen wir uns jetzt näher anschauen, worum es eigentlich geht, wenn wir von Subjektivität bzw. Objektivität sprechen. Also wir fragen uns jetzt, was ist das eigentlich, Objektivität, und warum sind wir so sehr daran interessiert, objektiv zu sein? Nagel steigt in dieses Thema ein, indem er gleich zu Beginn ein Missverständnis ausräumt. Das Missverständnis ist nämlich das, dass es so etwas wie einen binären Gegensatz von subjektiv und objektiv gibt. Nagel sagt, das ist nicht so. Es handelt sich hier nicht um eine Entweder-Oder-Entscheidung, also entweder ist es subjektiv oder ist es objektiv, sondern eher um ein Mehr oder Weniger. Wir haben keine 0 oder 1 Entscheidung, entweder subjektiv oder objektiv, sondern wir haben ein Kontinuum, eine Abstufung von Graden der Objektivität oder Subjektivität. Etwas kann mehr oder weniger objektiv bzw. subjektiv sein. Nagel formuliert das so, er schreibt, es gibt nicht nur zwei solcher Perspektiven, nicht einmal zwei solcher Kategorien, denen sich spezielle Perspektiven zuordnen lassen. Vielmehr handelt es sich um eine Polarität. Am einen Ende dieses Kontinuums befindet sich die Perspektive eines besonderen Individuums, das sich in seiner spezifischen Konstitution, Situation und Beziehung zum Rest der Welt befindet. Von dort aus kann man eine auf größere Objektivität gerichtete Bewegung ausmachen, die durch eine Abfolge von Abstraktionsschritten gekennzeichnet ist. Also, subjektiv und objektiv sind ein Kontinuum. Wir können uns innerhalb dieses Kontinuums mehr in die Richtung des einen oder mehr in die Richtung des anderen Pols bewegen. Ganz am subjektiven Ende dieses Kontinuums. Da finden wir unsere eigene individuelle Perspektive, also die Perspektive, die mich als diese spezifische Person, die ich bin, ausmacht, mit all meinen persönlichen Merkmalen, also zum Beispiel mein Alter, mein Geschlecht, meine soziale und kulturelle Zugehörigkeit, meine persönliche Geschichte, meine Überzeugungen, also das, was mich speziell in diesem einen Moment individuell charakterisiert als das Individuum, das ich bin. Jetzt kann ich mich von dieser Perspektive schrittweise, Stück für Stück entfernen und dadurch eine immer objektivere Perspektive auf irgendetwas einnehmen. Also versuchen wir es an einem Beispiel klarzumachen. Sie gehen raus in Ihren Garten und schauen sich die Blumen an, die da wachsen, und stellen sich dann die philosophische Frage, sind die Blumen eigentlich schön? Wenn Sie einen absolut subjektiven Standpunkt einnehmen, dann beantworten Sie diese Frage, indem Sie sich fragen, gefallen sie mir? Sind sie jetzt in diesem Moment, in dem ich die Blumen anschaue, für mich persönlich schön anzusehen als der Mensch, der ich bin? Sie fragen also ganz subjektiv nach einem persönlichen Geschmacksurteil. Im nächsten Schritt könnten Sie dann aber abstrahieren von Ihren individuellen Merkmalen. Ich mag diese Blumen vielleicht schön finden, vielleicht auch, weil ich gerade in der guten Laune bin oder so etwas, oder weil ich halt eben die Art von Mensch bin, die gerne Blumen anschaut. Aber würden auch andere Menschen diese Blumen schön finden? Würden Menschen aus einer anderen Kultur, in der vielleicht Blumen in den Garten zu pflanzen nicht so verbreitet ist, würden die das schön finden? Würden es Menschen eines anderen Geschlechts ebenso schön finden wie ich? Oder ist das vielleicht eher eine geschlechtsspezifische Perspektive, die ich da einnehme? Würden es Menschen aus anderen sozialen Schichten als schön empfinden, die vielleicht andere Vorstellungen davon haben, was gut aussieht und was nicht? Und so weiter und so fort. Also Sie können Stück für Stück all diese Sie persönlich ausmachenden individuellen Merkmale reduzieren und bekommen dadurch eine objektivere Perspektive auf die Frage, ob die Blumen jetzt schön sind oder nicht. Sie können noch einen weiteren Schritt hin zu mehr Objektivität machen. Sie können sich fragen, würden eigentlich auch andere Wesen diese Blumen schön finden? Das heißt, Sie lassen jetzt die menschliche Perspektive hinter sich, sehen ab von der Tatsache, dass Sie ein menschliches Wesen sind. Würden auch Tiere oder Außerirdische oder was es da auch sonst immer noch geben mag, Wesen diese Blumen schön finden? Und schließlich, im letzten Schritt,
lösen sie sich vollständig von jeder Perspektive. Sie sehen die Welt von keinem spezifischen Standpunkt, aus keiner spezifischen Perspektive mehr. Ist die Blume schön, unabhängig von irgendeiner Perspektive? Das wäre dann der Punkt, an dem sie eine vollständige Objektivität erreicht haben. Das ist der berühmte Blick von nirgendwo, der Titel von Nagels bekanntem Hauptwerk, dem Buch, in dem er dieses Thema von Subjektivität und Objektivität intensiv ausgearbeitet hat. Vermutlich, gibt auch Nagel zu, kann man diese absolute Objektivität in der Realität einfach nicht erreichen. Sie ist mehr so eine Art regulatives Ideal, also das Ziel, an dem wir uns orientieren, wozu wir hinstreben, was wir aber dann vermutlich in der Praxis niemals erreichen werden. Der nächste Punkt, den Nagel anspricht, ist die vermeintliche Privatheit des Subjektiven. Das Subjektive ist nicht privat. Subjektiv und privat bedeuten nicht das Gleiche. Wir hatten bereits darüber gesprochen, subjektive Zustände können ohne weiteres öffentlich sein. Also ich kann erkennen, was in einem anderen Menschen vorgeht. Ich kann sehen, ob sie traurig oder fröhlich sind. Ich kann sehen, ob sie Schmerzen haben und so weiter und so fort. Das ist nicht privat, sondern es liegt teilweise sehr simpel, offen für alle zutage. Wir wissen ja auch, Empathie ist möglich. Es ist durchaus möglich, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen. Und das funktioniert nur deswegen, weil wir die Fähigkeit haben, die subjektiven Zustände eines anderen zu erkennen und mit unseren eigenen subjektiven Zuständen abzugleichen. Wenn subjektive Zustände wirklich privat wären, dann könnte es sowas wie Empathie gar nicht geben. Dann würden wir uns gegenüberstehen und überhaupt nicht verstehen, was im anderen überhaupt vorgeht. Wir wären uns absolut fremd. Aber diese absolute Fremdheit, die gibt es nicht. Also wir wissen aus der alltäglichen Erfahrung, subjektive Zustände sind nicht vollkommen privat. In dem Zusammenhang spricht Nagel dann ja auch ganz kurz Wittgensteins bekanntes Privatsprachenargument an und sagt, er will jetzt nicht darauf eingehen und macht es dann natürlich doch und geht doch ein bisschen darauf ein. Also ganz kurz nochmal zu diesem Punkt hier, Wittgenstein und die Privatsprachen, in seinen philosophischen Untersuchungen. Da sagt der Wittgenstein, es gibt keine Privatsprache. Das heißt, es gibt keine Sprache für innere Zustände, also Empfindungen, Bewusstseinszustände und so weiter, bei der ich allein die Bedeutung der Begriffe kenne und festlege. Also dass ich sozusagen für mich definiere, dieses Gefühl nenne ich so und so und dieses andere Gefühl nenne ich anders, sondern jeder Begriff, der in meiner Sprache über mein Innenleben vorkommt, der muss öffentlich oder intersubjektiv nachvollziehbar sein. Sonst gibt es ja keine Regel, nach der man die Bedeutung festlegen könnte. Wittgensteins Idee dahinter ist, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache, das haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Und wie weiß ich, wie ein Wort korrekt gebraucht wird? Nun, ich lerne die Regeln, nach denen man es richtig benutzt. Die Regeln lerne ich, indem ich sie mir von anderen abgucke, beispielsweise. Wenn ich aber bei den anderen nicht reingucken kann in ihr Innenleben und gucken kann, wie verwenden sie das Wort Schmerz oder Traurigkeit oder Freude oder so etwas in Bezug auf welche Empfindung, dann kann ich niemals lernen, diese Worte zu gebrauchen, kann sie nicht verstehen. Also, ich könnte niemals feststellen, wann die Regel, nach der man das Wort richtig gebraucht, eigentlich befolgt wird und wann nicht. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass wir vor ein paar Sitzungen mal dieses bekannte Zitat vom Käfer in der Schachtel gehabt haben von Wittgenstein. Genau darum geht es jetzt hier nochmal. Ich hole das Zitat nochmal kurz aus der Kiste raus. Wir hatten da aus den philosophischen Untersuchungen dieses Stück zitiert, wo es heißt, angenommen, es hätte jeder eine Schachtel, darin wäre etwas, was wir Käfer nennen. Niemand kann je in die Schachtel des anderen schauen und jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer sei. Da könnte es ja sein, dass ein jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte es sich vorstellen, dass ein solches Ding sich fortwährend veränderte. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel. Auch nicht mal als ein Etwas, denn die Schachtel könnte auch leer sein. Nein, durch dieses Ding in der Schachtel kann gekürzt werden. Es hebt sich weg, was immer es ist. Also, was nicht intersubjektiv nachvollziehbar ist, also was ich nicht öffentlich darlegen kann, das gehört nicht zum Sprachspiel. Das ist sinnlos, das kann durch Sprache gar nicht sinnvoll bezeichnet werden. Deswegen kann es keine Privatsprache geben, weil das, was Sprache bezeichnet, immer irgendwie intersubjektiv nachvollziehbar sein muss. Zum Glück, sagt aber jetzt auch Nagel, sind subjektive Zustände öffentlich. Sie sind halt eben nur anders öffentlich, als das objektive Tatsachen sind.
Bei den objektiven Tatsachen, da gibt es ja die Möglichkeit, dass verschiedene Perspektiven auf das gleiche Objekt eingenommen werden. Also zum Beispiel können Sie und ich gemeinsam uns den Baum in meinem Garten anschauen oder so etwas. Da haben wir ein Objekt, den Baum, und verschiedene Perspektiven darauf. Sie sehen den Baum vielleicht als etwas, das Schatten spendet an einem heißen Sommertag. Ich sehe ihn als etwas, wo man draufklettern kann. Und die Eichhörnchen sehen ihn vielleicht als etwas, wo man seine Wintervorräte verstecken könnte oder was weiß ich was. Also verschiedene Perspektiven auf den gleichen Gegenstand. Bei subjektiven Tatsachen ist das nicht so. Da gibt es keinen gemeinsamen Gegenstand. Also, wenn ich Zahnschmerzen habe und Sie Zahnschmerzen haben, dann können wir nicht sagen, wir haben beide das Gleiche, wir haben beide den Zahnschmerz, nur dein Zahnschmerz fühlt sich so an und mein Zahnschmerz fühlt sich so an, sondern Sie und ich, wir haben beide ein Schmerzerlebnis. Und dieses Schmerzerlebnis ist nicht das Erlebnis des gleichen Gegenstands. Wir erleben nicht das gleiche Ding, so wie wir den Baum erleben, wenn wir davor stehen, sondern wir haben zwei Erlebnisse, die einander ähnlich sind. Aber da gibt es kein gemeinsames Ding, das hinter diesen Erlebnissen stehen würde. Ansonsten macht es aber keinen Unterschied. Öffentlich ist beides, der Baum genauso wie der Zahnschmerz. So, was ist denn jetzt mit der Objektivität? Was bedeutet es dann eigentlich, objektiv zu sein? Nun klären wir erstmal, was es nicht bedeutet. Nägel sagt, es ist nicht vielfache Subjektivität. Viele verschiedene subjektive Perspektiven ergeben noch keine objektive Perspektive. Und auch nicht die Übereinstimmung von vielen subjektiven Perspektiven ist gleich eine objektive Perspektive. Also wenn alle meiner Sichtweise zustimmen, heißt das noch lange nicht, dass das die objektiv richtige ist. Objektivität ist was anderes. Objektivität ist das Freiwerden von jeder Perspektive, die Perspektivlosigkeit, wenn Sie so wollen. Nägel formuliert das so, er sagt, das wesentliche Merkmal des Übergangs in all den Beispielen, die ich angeführt habe, ist Externalität oder Distanzierung. Es wird der Versuch unternommen, die Welt nicht von einem Standpunkt, der in ihr liegt, oder aus der Perspektive einer spezifischen Lebens- oder Bewusstseinsform zu betrachten, sondern schlechthin unabhängig von jedem besonderen Ort und unabhängig von jeder spezifischen Lebensform. Das ist gemeint mit Objektivität. Objektivität heißt das Zurücklassen aller Perspektiven. Also nicht die Multiplizität aller Perspektiven, sondern die Nullmenge, keine Perspektiven. Und warum das Ganze? Was interessiert uns eigentlich so sehr an der Objektivität? Nun, Objektivität zeigt uns, wie die Dinge wirklich sind. Es gibt eine Weise, zumindest gehen wir davon aus, es gibt eine Weise, wie die Dinge in Wirklichkeit sind. Das heißt, wie sie sind ohne die Verzerrung durch unsere subjektiven Perspektiven, durch die subjektiven Zutaten, die wir an unsere Erfahrung von den Dingen herantragen. Wenn wir diese Perspektive entfernen, dann kommen wir an das wahre Wesen der Dinge heran. Also, um es an einem ganz simplen Beispiel zu illustrieren, mein Freund und ich überlegen uns, wir würden gerne im See baden gehen. Nun kommen wir an, finden raus, der See ist noch ganz schön frisch. Ich bin der Meinung, boah, der See ist kalt, da kann man noch nicht drin baden. Mein Freund hingegen, der aus Finnland kommt, ist der Meinung, was denn, da ist doch brühwarm, das ist doch kein Problem, da können wir super baden gehen. Also, ich finde den See kalt, mein Freund aus Finnland findet ihn warm. Wie ist aber die Temperatur wirklich? Das finden wir nur heraus, indem wir von unseren beiden subjektiven Perspektiven abstrahieren. Wir müssen einen Weg finden, die Temperatur zu beschreiben, die nicht auf subjektive Perspektiven von egal wem rekurriert. Das geht ganz einfach, indem Sie ein Thermometer reinhalten. Das Problem allerdings ist, wir müssen immer beide Perspektiven einnehmen. Wir bleiben ja in unserer subjektiven Perspektive, auch wenn wir versuchen, objektiver zu denken. Also nehmen Sie nochmal die Temperatur von dem See. Ich kann meinetwegen das Thermometer in den See reinhalten und dann feststellen, der See ist 18 Grad. Das ist eine objektive Tatsache. Aber mein subjektiver Eindruck, dass das Wasser kalt ist, wird dadurch ja nicht irgendwie revidiert oder überschrieben. Also, wir stecken in beiden Perspektiven fest. Objektivität ist aber der Versuch, aus der subjektiven Perspektive rauszukommen und, sagen wir mal, hinter der Welt der Erscheinungen die Realität selbst zu finden. Nägel sagt dazu, dahinter, also hinter dem Gedanken, dass man Objektivität anstreben kann, dahinter steht die Überzeugung, dass eine bestimmte Betrachtungsweise der Wirklichkeit näher kommt, wenn man sie auch dann noch beibehalten kann,
wenn man sich immer mehr von den Besonderheiten des eigenen Standpunkts und der eigenen Konstitution entfernt. In unserem Streben nach Objektivität setzen wir also einen Realismus voraus. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Dinge so sind, wie sie sind, unabhängig davon, wie sie uns erscheinen. Also wir machen eine Trennung zwischen der Art und Weise, wie die Dinge sind, und der Art und Weise, wie die Dinge uns erscheinen. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Wir nehmen nicht in allen Gebieten des Daseins oder der Welt einen Realismus an. Also zum Beispiel gehe ich mal stark davon aus, dass die meisten von Ihnen keine Realistinnen und Realisten in Bezug auf Humor sind. Was niemand lustig findet und was vielleicht niemals irgendjemand lustig finden könnte, das ist einfach nicht lustig. Es gibt also in Sachen Humor keine Diskrepanz zwischen lustig sein und lustig scheinen. Daher kann auch eigentlich nichts objektiv lustig sein. Anders ist das bei der physischen Realität. Also zum Beispiel kann Wasser von 24 Grad entweder warm oder kalt erscheinen, je nachdem, wie Sie gerade so drauf sind oder wie Ihr persönliches Temperaturempfinden ist. Die Temperatur, also wie warm es ist oder kalt es ist, das Wasser, kann uns auf verschiedene Arten und Weisen erscheinen. Es gibt also sehr wohl eine Diskrepanz zwischen wie es ist und wie es scheint. Das beides kann hier auseinanderfallen. Und das spricht dafür, dass wir in Sachen Temperatur und überhaupt physikalische Realität einen Realismus annehmen. Wir gehen also davon aus, die Realität ist objektiv. Das Objektive ist zugleich auch das Wirkliche. Deshalb, sagt Nagel, erfordert Objektivität von uns Transzendenz. Das klingt ein bisschen erhaben, aber gemeint ist nur, wir müssen unseren eigenen Standpunkt verlassen. Und zwar nicht nur den Standpunkt des Individuums, sondern auch den Standpunkt unserer Spezies. Wir müssen aufhören, aus unserer menschlichen Perspektive zu denken, wenn wir eine Sache objektiv betrachten wollen. Das ist auch der Grund, warum wir gerade in der Wissenschaft immer Messinstrumente verwenden. Messinstrumente schalten die Perspektive aus. Ein Thermometer beispielsweise, das funktioniert immer gleich, ganz egal, welche Perspektive man jetzt auf die Temperatur einnehmen mag oder nicht. Also egal, was für eine Perspektive Sie haben, das Thermometer wird immer die gleiche Temperatur anzeigen. Es sagt Ihnen nicht, ob das jetzt warm oder kalt ist, also wie es sich für Sie anfühlt. Es sagt Ihnen, wie objektiv gesehen die Temperatur ist. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn wir eine gewisse Trennung voraussetzen, nämlich diese Trennung, um die es hier die ganze Zeit schon geht, die Trennung zwischen der Erscheinung und dem, was erscheint, also zwischen dem Gegenstand und dem Phänomen. Nagel formuliert das so, er sagt, diese Vorgehensweise, also die Trennung von dem, was erscheint und dem Gegenstand, oder der Art und Weise des Erscheinens und dem Gegenstand der Erscheinung, so. Diese Vorgehensweise setzt voraus, dass sich das Dargestellte vom Darstellungsmodus trennen lässt, sodass dieselben physikalischen Gesetze auch von Wesen dargestellt werden können, die keine Wahrnehmungsformen mit uns gemeinsam haben. Also auch Aliens beispielsweise, die keine visuelle Wahrnehmung haben, um das Thermometer ablesen zu können, die verstehen, was das Thermometer anzeigt. Die verstehen, was Temperatur ist, auch wenn sie nichts haben können, das ihnen diesen Darstellungsmodus erschließt. Aber was ist denn jetzt, wenn das, was erscheint und die Art und Weise, wie es erscheint, nicht zu trennen sind? Also wenn es Phänomene gibt, die absolut subjektiv sind, bei denen wir nicht irgendwo den Keil zwischen Phänomen und Gegenstand treiben können, sondern bei denen beides so fest miteinander verschmolzen ist, dass keine Trennung möglich ist, dass also die Objektivität gar keinen Angriffspunkt findet, um eine objektive Perspektive zu ermöglichen. Darüber müssen wir dann beim nächsten Mal über die letzten Seiten dieses Aufsatzes reden.